Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge 401. Wir haben also noch 99 Folgen vor uns bis Folge 500. Das große Ziel von Kassenzone ist natürlich, dass mich der Markus Lanz interviewt für Folge 500. Das ist ja in einer ähnlichen Konstellation gerade auch beim OMR-Podcast passiert, aber das große Ziel muss sein, dass der Markus die Fragen stellt. Ich bin schon ganz gespannt, ob wir das schaffen. In Folge 401 ist Astrid Schulde zu Gast. Ein sehr spannender Transformationscase der Firma Berendsson. Sie hat sich dort eingekauft vor ein paar Jahren, hat die Firma verändert. Das ist eine Firma, die ja vermarktet Werbemittel. Also wenn euer Elektriker oder Handwerker einen Kugelschreiber, einen bedruckten Zollstock oder deutlich höherwertige Werbemittel zur Verfügung hat, dann ist er vielleicht schon mal mit Berendsson in Kontakt gekommen. Wie das funktioniert, warum man das heute noch braucht, wie sich das Ganze digitalisieren lässt und wie Astrid die Zukunft von Berendsson sieht, das erfahrt ihr jetzt im Podcast. Astrid, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute Thema Werbeartikel. Vielleicht das auch schon zu eng gefasst, aber da beschäftigen wir uns gleich im Detail mit. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir und was Berendsson macht. Also zu mir ganz kurz. Ich habe so zwei Karrieren eigentlich gehabt. Ich war erst so in der Corporate-Welt, Jakob Sichard, Richemont, Payback, Roland Berger und bin dann quasi im Zuge meiner ersten Schwangerschaft, weil ich dachte, so 80 Stunden die Woche, das wird wahrscheinlich danach schwer sein, bin ich Unternehmerin geworden. Habe dann Bellybutton aufgebaut mit meinen Partnerinnen, habe das verkauft 2014, war bis 2017 noch dabei und habe dann wieder eine unternehmerische Aufgabe gesucht. Und so kam mir irgendwie Berendsson tatsächlich auf den Plan, mehr zufällig, denn Werbegeschenke habe ich eigentlich nicht unbedingt nach Uhren, Schmuck, Produkten für Schwangere, Mode, habe ich nicht unbedingt Werbegeschenke gesucht, aber ich bin dazu gekommen. Ich hatte die Möglichkeit, mich zu beteiligen an dem Unternehmen und habe in erster Linie die tolle unternehmerische Aufgabe gesucht. Und dann habe ich dann 2017 begonnen. Wir haben zu dritt 51% gekauft und wir haben das übernommen als Unternehmen, rein Direktvertrieb für das Thema Werbegeschenke mit der Zielgruppe kleine und Kleinstunternehmen. Und haben wir gesehen, ist tatsächlich kein sehr nachhaltiges Businessmodell. Das haben wir tatsächlich schnell erkannt. Die Zahlen haben das auch gezeigt. Und jetzt bauen wir aus Berendsson quasi ein Unternehmen mit einem hybriden Vertrieb für die gleiche Zielgruppe natürlich. Denn Asset ist der Zugang zu unseren Kunden. Das sind 350.000 ungefähr in Europa. Für die ein System zu bauen, analoge Sichtbarkeit durch Werbegeschenke, aber auch digitale Sichtbarkeit aufzubauen durch Websites, Local Listing und so weiter. Okay, wir kommen gleich nochmal auf Berendsson. Vielleicht nochmal ein, zwei Schritte zurück. Du hast zwei spannende Sachen gesagt. Einmal, du bist Unternehmerin geworden, weil du nicht mehr 80 Stunden die Woche arbeiten willst. Die klassische Startup-Literatur argumentiert hier genau andersrum. Raus aus dem 40-Stunden-Job, rein in den 100-Stunden-Unternehmer-Job und hast dann Bellybutton gebaut. Das ist, ich kenne mich im Fashion-Bereich nicht so aus, aber ich glaube, das war diese Kindermode da mit der Schweiger-Familie, glaube ich, genau, Hintergrund. Ja, magst du dazu mal was wagen? Also hat das geklappt, dass du da von 80 Stunden auf 75 runtergehen konntest? Naja, erstmal ist es ja so, ich habe das eben ein bisschen flapsig gesagt, aber es ist ja so, dass wenn du quasi schwanger bist und Kinder hast, dann heißt es ja nicht mal, dass du nicht mehr arbeiten kannst, sondern du brauchst einfach mehr Flexibilität und brauchst Rahmenbedingungen, die das zulassen. Und bei Bellybutton war es so, dass am Anfang quasi, das war ganz, ganz klein, das war auch nicht investorgetrieben, das heißt, es lag tatsächlich in meiner Hand, was ich jetzt daraus mache. Und quasi habe ich am Anfang tatsächlich immer so, so bis 16 Uhr gearbeitet und das ging auch ganz gut mit den Kindern und das wurde natürlich irgendwann mehr, aber dadurch, dass ich es komplett flexibel immer gestalten konnte, habe ich das ganz gut hingekriegt. Ich habe dann 2-1, 2-2 und 2-3 ein Kind bekommen und das ging so alles ineinander über. Also wenn du so willst, New Work at its best, den Begriff gab es da noch nicht, aber so New Work im Sinne von, man kann irgendwie die Leben miteinander gut verbinden. Die Mitarbeiter, die dann kamen zu Bellybutton, ich bin mit 0 Mitarbeitern gestartet, hatten auch in der Regel Kinder und das ging alles tatsächlich recht gut ineinander über. Und wir haben dann viel gearbeitet, es lief dann auch relativ schnell an, aber es war einfach ein ganz anderes Arbeiten. Ne? Für mich war das auch
quasi diese Karriere vorher war eine sehr von außen getriebene Karriere, wenn du so willst. Also ich glaube, Maslow, oberste Stufe habe ich nicht erreicht da. Aber dadurch, dass ich dann Unternehmerin geworden bin, konnte ich das alles genauso gestalten für meine Mitarbeiter, für mich, für die Marke, für alle Stakeholder, wie ich es tatsächlich für richtig gehalten habe. Und das war, glaube ich, auch einer der Erfolgsfaktoren. Wie groß ist Belly Button dann geworden, bis ihr das verkauft habt? Damit also wir haben es mit knapp 9 Millionen verkauft. 9 Millionen Euro, Umsatz, das ja. ist dann der, der Innenumsatz, also ihr habt ja quasi über an den Handel verkauft. Genau, und der Handel Innenumsatz, dann, genau. An Markup verkauft. Okay, damit man sich also grob, also als Direct-to-Consumer-Modell, das ist ja auch ein Begriff, der erst in den letzten 10 Jahren groß geworden ist, wäre es also 20, 25 Millionen locker. Gewesen, dieses Business. Und aus diesem Verkauf hast du dann Kapital geschöpft, um dich bei Berendsson zu beteiligen? Ja, so ungefähr. Also okay. Es ist, wir waren 5 Partnerinnen, also es ist keine Multimillionen-Dollar-Firma geworden leider, aber ich habe zumindest Kapital rausgezogen, sodass ich mich beim nächsten Unternehmen beteiligen konnte, ja. Und wie hat dieser Selektionsprozess stattgefunden? So 2014 bist du da rausgegangen, wusstest du da schon, dass du dich dabei Berendsson beteiligen willst oder hast du dann angefangen, klassisch, wie man es in der Unternehmensberatung lernt, so eine Matrix zu machen, so Wachstumsmärkte dann vielleicht noch irgendwie eine andere Dimension mit irgendwie passenden Unternehmen dazu, wer ist irgendwie kaufbar, wer ist nicht kaufbar, wie ging das denn? Ja, ich glaube, dass ich im Vergleich zu deinen anderen Podcast-Gästen recht intuitiv bin. Also ich habe ja in meiner Karriere vorher alles immer richtig gemacht und alles immer höher, schneller, weiter gemacht und alles immer gesteigert. Ich glaube, dass zumindest für mich das nicht das richtige Modell war und ähnlich so zu mir passend ist dann auch Berendsson entstanden. Also ich habe, als es klar war, 2017 durfte ich dann den Investor verlassen, das habe ich dann auch gemacht. Und da habe ich ein paar Corporate-Angebote bekommen, aber ich hatte ja dann auch einfach gelernt, wie es ist, Unternehmerin zu sein, wie es ist, meinen Werten entsprechend zu agieren, wie es ist, auch im Driver-Seat meines eigenen Lebens zu sitzen mit meinem Unternehmen. Darum war klar, dass ich wieder Unternehmerin werden würde und nicht auf die Corporate-Seite gehen würde. Und ich wollte in Hamburg bleiben. Meine Kinder sind jetzt mittlerweile so 18, 19, 20, aber die waren da natürlich noch ein bisschen kleiner und es war klar, es soll in Hamburg sein. Es war klar, ich wollte eine gestalterische, unternehmerische Aufgabe haben und habe mir so ein paar Unternehmen angeschaut tatsächlich und hatte dann aber eine Beziehung zu Peter Dill, Eckbert Miebach, die beide die Deutsche See gemacht haben, die magst du vielleicht kennen. Und wir wollten immer mal was zusammen machen. Das war so, was können wir denn jetzt machen? Und Eckbert war im Aufsichtsrat von Berendsson und hat gesagt, also ich könnte euch jetzt Werbegeschenke anbieten. Und dann haben wir gesagt, oh, Werbegeschenke, also ist jetzt nicht irgendwie most sexy, auch nicht digital genug. Und dann haben wir uns das aber angeschaut, haben die Familie kennengelernt und haben gesagt, das ist eine wunderbare Aufgabe, einfach ein Unternehmen, was echt in der Kurve lag, mit einem sehr analogen Geschäftsmodell, das hinzukriegen und zu verändern. Und wir haben gesehen, es sind da irgendwie 500 Vertriebler, die kann man natürlich als Klotz am Bein sehen, aber die kann man natürlich auch als mega Chance sehen, gerade für diese Klein- und Kleinstunternehmen und den Kundenzugang über die hinzukriegen. Wir haben 350.000 Kunden in unserer europäischen Datei und das ist natürlich Magic. Ne? Ganz viele von Startups, die hier auch bei dir sitzen, die wollen an diese Kunden rankommen. Das ist aber gar nicht so einfach, wenn du nicht direkt bei den Kunden bist. Und das waren wir jetzt seit 180 Jahren, seit Start der Firmengeschichte. Und da haben wir gesehen, da ist echt was drin und haben dann quasi gesagt, jeden Markt kann man irgendwie auch anspruchsvoll und sexy machen. Also ich habe vorher Umstandsmode, das war überhaupt nicht sexy. Ne? Und dann aber mit Bellybutton wurde das plötzlich ein ganz tolles modisches Segment. Und ähnlich haben wir uns das bei Werbegeschenken auch gedacht, haben aber schnell gesehen, Werbegeschenke allein können es nicht sein und haben dann die digitale Ausweitung gemacht. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man so ein Unternehmen kauft? Du musst jetzt hier keine konkreten Kaufpreise nennen, aber 2014, 2015 war Berendsson um die 50 Millionen Umsatz, ganz grob. Ich glaube, als AG in Deutschland, ich weiß nicht, was Deutschland macht, glaube ich, die Hälfte aus und ungefähr. Genau. Und hatte, keine Ahnung, 700 Mitarbeiter, aber schon jahrelang keinen Ertrag mehr erwirtschaftet. So in der Startup-Welt ist ja so, wenn man schnell genug wächst, dann kann man sich auch leisten, keinen Ertrag zu erwirtschaften. Da muss man trotzdem hohe Preise
Zahlen. In der klassischen Welt rechnet man dann so mit EBITDA-Multiples und sagt man, okay, Jahresertrag mal 5, mal 6, mal 7, mal 8, das ist der Wert des Unternehmens. Wie bewertet man denn dann ein Unternehmen, was viele Jahre lang eigentlich keinen positiven Ertrag erwirtschaftet hat? Ja, bekommt man also das dann so ein bisschen geschenkt oder wie geht das? Naja, einen tatsächlichen Kaufpreis quasi haben wir tatsächlich nicht besprochen. So, das heißt, darüber reden wir nicht, aber es war klar, das Unternehmen braucht Geld und wir haben darüber quasi über Geld, was wir drei quasi als Gruppe ins Unternehmen gebracht haben, haben wir den Kaufpreis verhandelt. Ah, okay, über so eine Kapitalerhöhung. Und so muss man sich das dann, so muss man sich das vorstellen. Und dann vielleicht noch für diejenigen, die bisher noch nicht mit Bärensohn in Kontakt gekommen sind, auch nicht als Kunde. Wie muss man sich das vorstellen? Also du hast gerade von 500 Vertrieblern gesprochen. Kommen die dann mit einem Musterkoffer zu meinem Nachbarn hier, der ist Elektriker, und bieten dem dann bedruckte Zollstöcke an oder Kugelschreiber? Wie funktioniert das? Also was ist genau da die Wertschöpfung? Also bevor wir kamen, hat es tatsächlich so funktioniert. Es gab Musterkoffer, die gibt es auch im Übrigen jetzt noch. Aber es hat so funktioniert, dass man quasi nur Werbegeschenke gekauft hat. Werbegeschenke, muss man übrigens sagen, das ist eine ganze Welt, ne, an Produkten. Das sind Promotion-Textilien, das sind Geschenke, die man seinen Mitarbeitern schenkt, das sind Streuartikel, die man auf der Messe verteilt und so weiter. Und bevor wir kamen und das Geschäftsmodell noch rein in dem Werbegeschenke-Business bestand, war das so. Ne? Trotzdem, die Verkäufer hatten natürlich ein iPad und konnten darauf auch die Produkte zeigen. Aber im Prinzip, so wie du sagst, man geht zum Klein- und Kleinstunternehmer, hat vorher bestenfalls einen Termin mit ihm ausgemacht und sagt, ich komme, denn du brauchst ja für deine Messe, für deine Kunden brauchst du jetzt Geschenke, die verkaufe ich dir. Und es war immer das ein Asset von Bärensohn, dass es so ein Rundum-Sorglos-Paket war. Denn unsere Zielkunden, die haben weder Lust, irgendwie im Callcenter in der Telefonschleife zu hängen, noch haben die Lust, irgendwie, wenn es ein Problem mal gibt oder wenn sie mehr wollen, dann irgendwo das digital zu machen. Unsere Kunden sind in der Regel noch recht analog, haben aber natürlich auch den Bedarf, digital sichtbar zu sein. Und das haben wir dann natürlich erkannt, als wir begonnen haben, dass es da einen echten Need gibt, dass der kleine Handwerker einfach dieses Rundum-Sorglos-Paket braucht, dass der auch Marketing machen will, nicht nur durch Werbegeschenke, sondern auch digital, dass der auch Social Media braucht, dass der auch eine vernünftige Website braucht und eine Schnittstelle zum Kunden, die digital ist, aber quasi das über die quasi normalen Wege, das vielleicht online zu machen, über die vielen Anbieter, die es gibt, das ist sehr häufig zumindest nicht sein Weg und darum diese Positionierung belegen wir. Und das funktioniert jetzt so, dass wir mit einem Marketingplan quasi zu unseren Kunden gehen. Das heißt, wir gehen physisch auch in der Regel zu den Kunden. Wir haben uns natürlich dann vorbereitet, wir haben einen Termin und wir zeigen dem Kunden auf, was er an Marketingplan machen kann mit uns. Und dazu gehören Werbegeschenke. Wir zeigen ihm die besten Streuer für seine Branchen, die besten Kundengeschenke. Wir gehen natürlich auf seine Bedürfnisse ein, was er braucht. Wir zeigen ihm aber auch, wie ist er digital sichtbar. Wir arbeiten mit Yext zusammen und machen Local Listing über Yext. Wir zeigen ihm auf, wie seine Website ist, wie die Sicherheit seiner Website ist. Wir zeigen ihm auf, was er bei Social Media gut macht, was er noch nicht gut macht und haben dann daraus quasi einen Marketingplan, den wir mit ihm abstimmen und den wir dann für ihn komplett umsetzen. Und von 100 angesprochenen Elektrikern, ja, von 100 Nachbarn, wie viele von denen sind denn für so ein Angebot offen? Also wir gehen ja nicht so auf den Markt, dass wir sagen, wir rufen jetzt 100 an und versuchen irgendwie 2 zu bekommen, sondern wir haben ja die Kunden sowieso in unserer Kundendatenbank. Das heißt, die Kunden, die uns kennen, die haben Vertrauen zu uns, die sehen uns sowieso regelmäßig, denen haben wir bisher quasi analoge Geschenke verkauft, denen verkaufen wir jetzt Digitalprodukte. Die sind also größtenteils offen. Die haben auch keine, du musst dir vorstellen, die haben keine Marketingagentur. Also die haben niemanden, der sich kümmert. Eine Marketingagentur ist viel zu teuer und die Online-Anbieter sind viel zu weit weg und zu kompliziert. Das heißt, die sind von unseren Kunden, es ist nicht so, dass die alle kaufen, aber wir machen mittlerweile über 10% unserer Produkte mit unserer Umsätze mit Digitalprodukten. Also die Offenheit ist sehr, sehr groß. Und bei neuen Kunden, die sind zum Teil natürlich auch schon durch andere Anbieter dann online versorgt. Aber insgesamt sehen wir, dass wir mit dem Gesamtkonzept sind wir signifikant erfolgreicher als nur mit dem Werbegeschenke-Geschäft. Denn das Werbegeschenke-Geschäft kann viel, viel leichter online ersetzt werden als das andere Geschäft.
Ja, das verstehe ich total. Also ich habe in meinem Umfeld natürlich auch viele Kleinunternehmer und vielen wurde da auch in Vergangenheit so ein Website-Service angeboten von teilweise extrem dubiosen Firmen. Die müssen Ja. da 10.000 Euro zahlen für irgendeine hanebüchene Standard-WordPress-Webseite plus 3.000 Euro Erwartung im Jahr. Und da ist dann jemand, der natürlich gar keine Ahnung hat von diesem Markt. Oft sind das so, keine Ahnung, Arztpraxen, ja, teilweise auch Handwerker. Das ist komplett hanebüchen, was da funktioniert. Und dann werden die noch Teil solche Services verkauft. Und die sind dann immer ganz froh, wenn sie dann irgendwie jemanden kennen oder über Netzwerk haben, Menschen aus der Internetszene, die sie mal fragen können und sind dann selber ganz geschockt über die große Differenz zwischen dem, was da geliefert wird und dem, was versprochen wird. Das ist Seid wirklich ihr eine denn, Unverschämtheit, was es da in dem Markt gibt, das muss man echt sagen. da gibt es ja auch diverse Firmen, sozusagen über die Abmahnwellen hinweg gelaufen sind. Aber gehen wir mal zu eurem Leistungsset zurück. Was ist denn dann, was jetzt so ein klassischer Handwerker oder meinetwegen auch eine Arztpraxis oder eine Apotheker bei euch kauft, haben die denn so ein klassisches Werbeartikel-Bewusstsein? Also sagen die, ich brauche jetzt dieses Jahr wieder 200 Kulis, die ich bei meinem Kunden lasse, oder Zollstöcke oder Tassen oder wenn man auf die Behrens-Webseite gibt, da gibt es ja noch viel, viel, viel mehr Sachen. Also wissen die, dass die Marketing machen müssen oder hört es eigentlich beim Bedruck des eigenen Autos auf? Da wird scheinbar recht viel investiert, wie ich das so beobachte. Das stimmt, das stimmt. Das sind auch unsere Kunden, weil wenn die ihr Auto bedrucken, haben die auf jeden Fall ein Faible für Marketing. Also das ist total präsent, dass Werbegeschenke nötig sind. Und geh mal, egal zu wem, geh in eine Apotheke, geh zum Autohändler und so weiter. Werbegeschenke sind überall. Und zeigen auch alle Statistiken, dass für diese kleinen und Kleinstunternehmen, die geben ungefähr 5.000 Euro im Jahr für Marketing aus. 2.000 ungefähr davon sind Werbeartikel und für viele, die gar nicht digital sichtbar sein, sind Werbeartikel das Einzige. Jeder kauft irgendwie Werbeartikel. Jeder. Und man denkt ja auch, der Markt, also als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, habe ich auch gedacht, der Markt, ja, gibt es das denn überhaupt noch? Ne? Und das im Direktvertrieb, das ist doch gar kein Geschäftsmodell. Aber das ist es, denn der Markt ist natürlich durch Corona leicht beeinträchtigt, so um die 20% irgendwie runtergegangen, 2020 und 2021. Aber der wird sich auch wieder fangen und das sind durchweg irgendwie in den letzten Jahren immer 3,2 Milliarden gewesen. Das heißt, der Markt bewegt sich überhaupt nicht nach unten, der ist sehr stabil. Und wir haben natürlich jetzt noch einen zusätzlichen Markt aufgesattelt, nämlich den der Digitalprodukte. Das heißt, wir haben wirklich einen Markt gegenüber 2,7 Millionen Klein- und Kleinstunternehmen in Deutschland, der ist riesig. Na, und wenn du 3,2 nochmal, Milliarden für Werbeartikel in Deutschland oder in In Europa? Deutschland? Weil Nee. ihr macht ja Also, Europageschäft. genau, wir haben die Zahlen nicht so transparent für alle Länder, aber Deutschland nur beispielhaft 3,2 Milliarden. Wir sind ja, in Italien recht groß, Österreich, Schweiz, Skandinavien und so weiter. Okay, jetzt bist du dann gekommen, 2017. So, und ich kann ja sozusagen, ich kann ja auch darüber sprechen. Ich war ja schon mal 2013 tatsächlich bei Behrenzon, damals noch mit einem Beraterhut aufgesetzt. Und da ging es auch schon um Digitalisierungsprojekte. Was ich da gelernt habe, also ich finde diesen Markt auch faszinierend, weil wahrscheinlich sind ja weder du noch ich klassische Werbeartikel-Käuferkunden. Deswegen konnte ich mir so gar nicht vorstellen, dass man mit Kulis und bedruckten Tassen, dass man da irgendwie so einen Außendienst finanzieren kann, der durch die Gegend fährt. Und das ist ja ein relativ großer Teil, wahrscheinlich die Abstand größte Abteilung bei Behrenzon. Und was ich damals gelernt habe, war, dass es das gar nicht so einfach ist, auch die Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass man das Ganze digital verlängert. Auch, dass die ihre Termine irgendwie online ordentlich eintragen, dass man auch einen Teil natürlich in wandelt, also nicht überall hinfährt, sondern auch akzeptiert, dass ein Kunde irgendwo anruft und dann sagt, ich brauche jetzt mal 50 neue Kulis. Das Kuli-Beispiel ist vielleicht jetzt ein bisschen sozusagen gestresst hier in diesem Podcast, aber vereinfacht gesagt 50 neue Werbeartikel. So, und das Projekt, was ich dann damals begleitet habe, das hat daran immer so ein bisschen geknatscht. Also da ging es auch schon um so ein Webshop-Thema, den hat auch eine Agentur aus Hamburg gebaut, aber dieser Kulturwandel war eigentlich so der größte Knackpunkt bei dem ganzen Projekt vor knapp 10 Jahren, als wir da waren oder als ich da noch im Workshops saß. Wie Ich war habe das denn das, 2017? ich hab da mal nachgeschaut über diesen Shop, der dann auch tatsächlich gebaut wurde, haben zwei Kunden geordert. Oh, wirklich? Eieieiei. Und ich weiß nicht, ob das Testorders waren von uns. Also Wahrscheinlich waren es das, Testorders. Wahrscheinlich waren es Testorders, ja. wahrscheinlich, ne? Also das Hauptproblem damals war, und das im Prinzip die letzten 15 Jahre, bevor wir gekommen sind, das ist so wie in vielen Direktvertrieben übrigens, die Meinung herrschte, Direktvertrieb
verträgt sich nicht mit Internet. Und das ist natürlich auch aus der Sicht des Direktvertriebs, der sagt, na, aber ich komme doch zum Kunden, der soll doch bei mir kaufen und ich berate ihn doch. Wenn er quasi bei mir nicht kauft, dann habe ich keinen Umsatz, dann kauft er im Internet und ich habe verloren. Das ist natürlich keine sehr selbstbewusste Haltung, denn wenn man gleichzeitig die Sachen gleichermaßen im Online-Shop kaufen kann, dann ist quasi diese Beratung ja außen vor. Ne? Denn die Beratung ist immer auch ein großer Asset gewesen der Behrenzner AG. Aber die Beratung war einfach nicht mehr ausreichend. Ich glaube, das kann man so sagen. Und als wir vor 5 Jahren kamen, haben wir natürlich überlegt, was machen wir zuerst. Natürlich lag es sehr, sehr klar auf der Hand, wir brauchen jetzt sofort einen Webshop. Aber du musst dir vorstellen, ein sehr unrentabler Direktvertrieb, ein Businessmodell, was überhaupt nicht mehr nachhaltig erfolgreich sein konnte, das muss man, glaube ich, so sagen, und dann keine digitalisierte Kundenakquise. Das waren so 3 große Punkte. Und die Frage war, welchen gehen wir jetzt zuerst an? Und wir haben uns entschieden, dann anzugehen, zu sagen, wir haben die Vertriebler, wir haben die Kunden, wir haben den Zugang zu den Kunden, also werden wir erstmal die Kunden besser bedienen. Das heißt, der Schritt war zuerst nicht, die Werbegeschenke digital zu stellen. Das haben wir eh über unsere Online-Tochter Kleine und Jockers schon gehabt, sondern wir haben gesagt, wir werden als erstes das Geschäftsmodell verändern. Und dazu gehörte auf der einen Seite, die Digitalprodukte anzubieten, dann quasi einen ganz anderen Pitch beim Kunden zu haben. Dazu gehörte aber auch, das will ich ja auch nicht verhehlen, einfach eine ordentliche Restrukturierung. Na, denn wenn du sagst, ich habe ein Businessmodell, was die Topline bewegt, weißt du auch, dass das nicht so schnell geht. Wenn du aber so defizitär bist, und das hat ja die Familie bezahlt, ne? Das hat keine Bank bezahlt, die Familie hat die Verluste in den letzten 10 Jahren ausgeglichen. Und das war klar, dass das nicht weiter so geht. Ne? Und die Banken haben schon die quasi rote Karte gezückt, als wir kamen. Das heißt, klar war, wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir die Kosten runterkriegen. Das haben wir dann auch gemacht. Und dass wir mit einem neuen Businessmodell die Topline bewegen können. Und das war in der Tat die größte Herausforderung, nicht die Strategie zu schreiben. Das war relativ einfach. Die größte Herausforderung war, Mitarbeitern, die jetzt 30 Jahre Werbegeschenke verkauft haben, denen zu sagen, so, jetzt haben wir einen neuen Pitch, wir haben jetzt digitale Produkte und der Kunde braucht das. Das haben alle Statistiken gezeigt, dass der Handwerker sagt, ja, ich brauche die digitalen Produkte, ich brauche die digitalen Sichtbarkeit, die digitale Sichtbarkeit, aber dann den Kunden, den Vertriebler dazu zu bringen, das auch zu verkaufen. Das ist quasi unsere Transformationsgeschichte. Und diese Handwerker oder die Pharmaziebetriebe, brauchen die das denn genauso wie vor 5 Jahren? Denn wenn ich mich umhöre, dann fehlen ihnen vor allem Mitarbeiter. Ja, wenn ich hier irgendwie eine befreundete Apothekerin frage, die steht quasi 24 Stunden selber in der Apotheke, weil es so schwierig ist, irgendwie Mitarbeiter zu finden. Wenn ich den Tischler anrufe, damit er hier irgendwie mein Fenster auswechselt, was undicht ist, dann sagt er, ja, Alex, kann ich machen, habe aber erst 1/2 Jahr Zeit. A, dauert die Produktion vom Fenster, was wir da ersetzen müssen, mega lange und ich komme hier gar nicht hinterher. Also die klassische Form des Werbeartikels war immer dafür gedacht, sozusagen Kunden zu binden oder zu akquirieren bzw. zu aktivieren. Sehen denn eure Kunden das immer noch so? Weil viele dieser Branchen, die du ja angesprochen hast, haben ja heute eher ein Personal, also ein Ressourcenproblem, kommen gar nicht mehr hinterher mit ihren Aufträgen. Oder ist das ein Blasenempfinden? Also wir gucken einfach auf die Falschen. Nee, bei den Handwerkern ist das total so. Es ist ja auch allgemein bekannt. Ich glaube, dass kleine und Kleinstunternehmer haben in der Regel 2 große Probleme. Tatsächlich neue Kunden zu bekommen und bestehende Kunden zu binden. Das ändert sich auch quasi natürlich je nach Konjunkturphase, ob das ein Riesenproblem ist oder nicht. Aber die haben gleichermaßen das Problem, Mitarbeiter zu finden. Und gerade die Digitalprodukte sind natürlich auch unglaublich wichtig dafür. Ne? Denn wenn du einen Auszubildenden suchst, aber du hast keine gute Website und du hast auch irgendwie kein Local Listing, deine Adresse wird in allen regionalen Plattform unterschiedlich geschrieben, weil du es gar nicht im Griff hast dann und Social Media gar nichts machst oder was Schlechtes machst, dann kannst du auch keine Bewerber mehr anziehen. Und in der Corona-Zeit hat sich gezeigt, ja, ich muss sichtbar sein, auch für meine Kunden. Ich brauche eine digitale Schnittstelle zu meinem Kunden. Also das hat auch nochmal das Thema Websites, Local Listings eindeutig gepusht. Und das Zweite ist, dass die Mitarbeiter quasi, wenn das Unternehmen nicht sichtbar ist, auch nicht kommen. Und das ist gleichermaßen ein Problem jetzt für viele, wie du sagst, noch viel stärker. Und das Problem lösen wir.
wir machen ja einen Marketingplan, der genau auch auf die Kundenprobleme zugeht. Und wenn wir sagen, du hast da als Apotheke, du hast da Doc Morris und Linde neben dir, die machen alle Marketing, dann bieten wir quasi auch in Referenz zu diesem regionalen Umfeld den richtigen Marketingplan an. Und wenn wir sehen schon, der versucht durch irgendwie nicht sehr gute Facebook-Anzeigen Mitarbeiter zu bekommen, das sehen wir ja vorher schon in der Vorbereitung. Also sagen wir, du kannst jetzt Social Media machen, aber guck mal, dir folgt überhaupt niemand. Wir machen das jetzt richtig, wir setzen die Seite richtig auf. Denn gerade für lokale Akquise von Mitarbeitern sind Social Media natürlich wichtig. Und dann machen wir das für den Kunden, nehmen ihm das ab für wirklich günstiges Geld. Und das wird unglaublich gut angenommen. Und der Kunde ist quasi bei uns gar nicht so der Bottleneck gewesen, weil die Nachfrage riesig ist. Die Transformation war insbesondere natürlich bei unseren Vertrieblern. Denn wenn du sagst, vor 10 Jahren ging da so ein E-Commerce-Projekt nicht weiter, dann ist das natürlich auch ähnlich gewesen, jetzt bei den Vertrieblern, jetzt auch digital zu denken. Und das ist eigentlich das Wichtigste, auch eigentlich unsere wichtigste Story. Denn das ist etwas, was nicht so leicht umzusetzen war, wie man vielleicht denkt. Gegen wen konkurriert er denn in diesem Markt? Wenn ich jetzt als Naivling da von draußen drauf schaue, würde ich sagen, bedruckte Dinge kann ich mir wahrscheinlich bei Flyer Alarm kaufen. Da bestellen sich Handwerker vielleicht auch immer eine neue Plane für ihren Hänger. Ja, bedrucken die dann ganz, ganz doll. Da gibt es vielleicht auch ein paar Tassen und Kulis mit dazu. Dann habe ich vor ein paar Jahren auch mal verschiedene Projekte begleitet, also gar nicht aktiv sozusagen als Berater, sondern das ein bisschen von außen mitverfolgt, die auch diese Kleinunternehmer als Zielgruppe haben, aber ihr Geschäftsmodell verändern mussten. Ich glaube, das Örtliche, also diese Telefonbücher genau, sind da so ein Verlage, klassisches Beispiel. Ja. Die versuchen da auch Social Media und Co. Zu verkaufen. Und dann kamen so ein paar neue Eintreter in diesem Markt, insbesondere so Website-Firmen, die da mit diesen hanebüchenden Preisen und ziemlich mit Abzocke aufgetreten sind. Aber es gibt ja so verschiedene Parteien, die versuchen, genau diesen Markt zu erobern und auch diese Rolle zu übernehmen oder anzubieten, die ihr auch haben wollt. Wenn du dich äußern kannst und willst zum Thema Wettbewerb, wer ist denn das aus deiner Sicht? Also für das Thema, wenn man jetzt wirklich nur sagt, ich will einen Stift haben, der darf nicht mehr als 59 Cent kosten, dann würde ich wahrscheinlich auch zu Flyer Alarm gehen. Also Flyer Alarm, wir kennen auch die Unternehmen, die mit uns quasi in diesem Markt sind, die übrigens alle ganz easy sind. Weil Flyer Alarm, den Chef kenne ich gut, der sagt, ey, der Markt ist riesig, Astrid. Ne, ihr geht zu den Kunden, das ist echt ein anderer Markt. Also wir tun uns überhaupt nicht weh, denn wir machen quasi nicht am schnellsten und am billigsten online, sondern wir machen die beste Beratung offline. Zumindest ist das noch das Kerngeschäft. Wir kommen ja gleich auch zu der Übertragung irgendwie auf das Digitalgeschäft. Und Flyer Alarm ist sicherlich zu nennen bei diesen ganzen Themen. Schnelle und tolle Werbegeschenke. Dann gibt es natürlich viele auf dem Markt, wie Jimdo zum Beispiel, die diese Websites anbieten. Auch ja. Matthias Henze kenne ich auch gut. Also die machen das fantastisch. Die haben natürlich sich sehr, sehr fokussiert auf das Do-it-yourself-Modell. Und wir sind uns beide einig, dass es auf der einen Seite gibt es einen Do-it-for-me-Markt, das ist unser Markt. Und dann gibt es einen Do-it-yourself-Markt. Und ich glaube, wir tun uns da alle nicht weh. Es gibt niemanden auf dem Markt, der so viele Leute draußen hat mit diesem Beratungsansatz. Denn du hast es eben angesprochen. Wir gucken natürlich auch, wenn wir zu den Kunden gehen, was haben die so? Ne? Da sind Websites von Drückerkolonnen reingeschmissen an Leute, die echt überhaupt keine Ahnung haben. Das ist ja aber auch nicht deren Kerngeschäft. Ne? Die wollen auf den Bau gehen. Die stehen morgens um 7 Uhr auf dem Bau. Die wollen nicht irgendwie Spezialisten werden für Websites. Unverschämtheiten. Also hanebüchener Markt, wie du sagst. Und das Gute ist, dass wir sagen in unserer Positionierung, wir sind der beste Partner für analoge und digitale Sichtbarkeit. Und bester Partner heißt, wir sind nachhaltig bei dem Kunden. Wir kennen die ja auch schon seit Ewigkeiten. Also wir sind keinerlei Drückerkolonne. Wir gehen auch mal ohne einen Auftrag weg, weil wir wissen, dass unser Angebot unschlagbar ist. Denn nicht nur die Beratung ist gut, die Preise sind auch wirklich sehr gut, auch gerade für diese Digitalprodukte. Und dadurch hat der Kunde echt ein gutes Paket. Und es gibt niemanden im Markt, der vor Ort diese Beratung angibt. Es gibt viele, da sagst du natürlich was Richtiges, die sagen, okay, bisher habe ich gelbe Seiten verkauft. Visible zum Beispiel gehört auch dazu. Ne? Den Chef kenne ich auch gut. Der verkauft auch jetzt Websites natürlich und Local Listing, weil er sagt, nur gelbe Seiten und das digitalisiert und jetzt wer liefert was, das reicht auch nicht mehr als Tool. Also viele sind in dem Markt, aber wir sind die, die vor Ort sind. Und das ist der Riesenunterschied.
Aber wenn ich jetzt überlegen müsste, was wäre ein guter Service für meinen Nachbarn, der Elektriker? Dem habe ich geholfen, selber eine Webseite zu bauen. Also der hat quasi sehr, sehr niedrige Kosten im Monat. Und ich beobachte es natürlich ein bisschen auch, was ändert sich da? Dann haben die ja, setzen sich quasi einmal dahin, haben aber eigentlich nie Zeit, das zu aktualisieren. Also manchmal schaffen sie es noch, Kunden zu überzeugen, dass er sie bei Google bewertet. Da bekomme ich auch manchmal dann Links von einem Handwerker, die sagen, hier bitte bei Google bewerten. Das ist so das Einzige, wo sie wirklich aktiv den Kunden einbeziehen. Und ich würde mir ja eigentlich einen Partner wünschen für meinen Nachbarn, der sagt, komm, ich baue dir diese Webseite oder ich betreibe das für dich. Kann auch Jimdo sein, weil vielleicht ist Jimdo zurzeit das beste, günstigste System. So, das kostet dann irgendwie 10 Euro im Monat. Wir legen da noch eine Verwaltungsgebühr. Aber du musst dich nicht drum kümmern, weil wie du schon sagst, der ist ja auf der Baustelle. Der hat dafür weder Lust noch Zeit. So, der kommt am Wochenende kaum hinterher, das ganze Thema Rechnungsstellung und Angebotserstellung Genau. zu bearbeiten. Und seid ihr denn quasi so ein Partner oder sagt denn, ihr habt eigentlich ein proprietäres System? Also ihr setzt das dann irgendwie selber für den auf, weil es könnte ja durchaus sein, dass der sagt, ich brauche jetzt 10.000 Kulis, ja, die müssen auch günstig sein. Und dann ist es ja eigentlich im Interesse des Handwerkers sagen, dann möchte ich eigentlich das Flyer-Alarm-Angebot und nicht das vielleicht hochwertigere Bärensohn-Angebot, aber als so Meta-Dienstleister müsstet ihr es doch dann machen, oder? Also, das wäre strategisch ein anderer Ansatz, Alexander. Ich verstehe das. Wir könnten einfach eine Plattform sein und wir suchen für den Handwerker das Allerbeste raus auf dem Markt. Aber wir machen das anders. Wir sagen, wir wollen auch quasi die Kundenbeziehung haben als unser Kunde, weil wir quasi in der Lage sind, für den Kunden das Beste tatsächlich im Gesamtpaket einzukaufen. Wir haben eigene Produkte übrigens, ne? Wir haben aber auch Zugang zu all dem, was es auf dem Markt gibt. Wir haben genau die gleichen Lieferanten wie Flyer Alarm und wir bedienen einfach umfassend. Wenn wir zum Beispiel sagen, ohne jetzt vielleicht dazu konkret über Konkurrenten zu reden, ne? Keiner redet ja mehr mit den Kunden mittlerweile. Also keiner hat irgendwie so einen Kundenservice, der tatsächlich mit dem Kunden einfach auch verfügbar ist, ne? Viele arbeiten nur über E-Mails und viele arbeiten auch nur dann darüber, dass sie so ihre Prozesse digitalisiert haben, dass alles durchrutscht. Wir haben zum Beispiel, wenn wir Websites anbieten, bieten wir an, dass wir quasi Änderungen natürlich innerhalb eines gewissen Rahmens irgendwie gratis machen, dass wir verfügbar sind für den Kunden und so weiter. Und ich glaube, dass bei uns dann manchmal, der kostet ja nicht dreimal so viel an der Kuli, sondern der kostet dann manchmal 20 Mal, 20 Cent mehr meinetwegen. Aber auf der anderen Seite, die Website kostet dann ein bisschen weniger als bei anderen. Also im Gesamtpaket ist es preislich wirklich super. Und er hat das Rundum-Sorglos-Paket. Also wir sind nicht eine Plattform, die das Günstigste für den Kunden raussucht. Das könnte theoretisch auch ein Geschäftsmodell sein, ist aber nicht unser Modell, sondern unser Modell ist das, dass wir uns um den Kunden kümmern und um eine langfristige Kundenbeziehung bemüht sind. Und die Kunden ordern auch, also die Hälfte der Kunden ordert bei uns auch immer wieder. Und das steigern wir natürlich. Das ist unser wichtigstes KPI. Was kauft der Kunde pro Jahr bei uns und wie hoch ist unsere Wiederkaufquote? Das sind die wichtigsten KPIs, denn ansonsten wären wir ja nicht der beste Partner. Daran messen wir das und die Zahlen sind exzellent. Und du hast gerade schon gesagt, dass der digitale Vertriebskanal wichtiger wird oder ihr zumindest euch diversifiziert, dass nicht alles über den Außendienst funktioniert. Also wie viele von den Neukunden kommen dann mittlerweile über die Website und sagen, hey, ich konfiguriere mir möglicherweise da schon einen Kugelschreiber oder eine Tasse oder ein hochwertiges Werbemittel oder geht das gar nicht? Müssen die anrufen? Also wir haben ja zwei unterschiedliche Unternehmen. Ne? Also bei Klein und Jockers, das ist unsere rein digitales Unternehmen, da quasi wird 100% akquiriert über digital. Und bei Bärensohn ist es so, dass wir quasi noch, also ich würde mal sagen, 2-3% kommen vielleicht über Social Media und Website, aber da wir auch keinen Shop haben, die Reichweite quasi auf dem Bärensohn Shop, auf der Bärensohn Seite kriegst du ja nur in Leads umgewandelt, wenn du einen Shop hast. Ne? Das haben wir noch nicht. Das heißt, da akquirieren wir 98% unserer Kunden noch über Newsletter-Marketing und über die Kaltakquise durch unsere Kunden. Also die Neukunden sind noch sehr direkt vertriebsorientiert und das ist jetzt unsere Herausforderung. Ne? Das ist quasi jetzt der dritte Punkt. Ich hatte ja gesagt, die Quellen der Digitalisierung sind das digitale Angebot für die Kunden. Das ist abgehakt, das machen wir schon. Dann haben wir die Prozesse quasi komplett digitalisiert intern. Also wir arbeiten mit einem vernünftigen CRM zusammen und so weiter. Wir haben ein Sales-Tool, wir haben ein sehr gutes Tool, wo unsere Vertriebsberater genau die Kundenhistorie sehen.
Vorschläge bekommen, was sie dem Kunden anbieten können und so weiter. Das ist alles digitalisiert und der Direktvertrieb ist jetzt gut rentabel. Und jetzt kommt der nächste Schritt, wie bekommen wir das hin, dieses Modell des besten Partners digital umzusetzen. Und das machen wir über die Klein- und Jockers-Seite, die quasi ja den Behrensson-Absender trägt. Und da sind wir gerade im Deep Dive, wie wir das hinbekommen. Und das wird so das nächste große Projekt sein. Warum habt ihr zwei Marken? Also warum macht ihr das, was ihr auf Klein- und Jockers macht, nicht direkt auf Behrensson? Weil wir da jetzt schon einen Shop haben, der gut funktioniert auch und auf den aufsetzen wollen. Und quasi vom Branding her haben wir da schon eine gute Historie, sind SEO-mäßig sehr gut. Und darum werden wir quasi irgendwann gegebenenfalls auch das umschiften, ne, werden dann quasi das Klein und Jockers bei Behrensson nennen, aber werden jetzt erstmal versuchen, den Direktvertrieb weiter aufzubauen und dann natürlich auch ein hybrides Modell aufzubauen. Denn die Magic ist ja quasi erst dann gegeben, wenn wir nicht im Direktvertrieb nur arbeiten und da ein recht geschlossenes System haben, sondern auch über die Online-Tochter Kleine und Jockers, die dann gegebenenfalls auch in Behrensson umgewandelt wird. Ne? Also das steht im Moment noch zur Diskussion, um dann einfach auch den hybriden Vertrieb zu haben, um dann digital zu akquirieren und dann auch quasi den Kunden so zu besuchen, wie er es möchte. Wir haben Inside Sale auch aufgebaut, das sind jetzt 8 Leute und der Kunde muss natürlich die Freiheit haben, bei uns entweder direkt zu kaufen beim Direktvertriebler oder auch über einen Inside Sale, ne? Denn ich glaube, viele wollen auch gar nicht unbedingt jemanden vor Ort sehen. Ihr seid ja nicht nur in Deutschland aktiv, sondern auch in verschiedenen anderen Märkten. So. Und das ist ja auch historisch entstanden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, fahren 20 Vertriebler in Frankreich rum. So mit dem klassischen analogen Werbemittel habe ich das noch verstanden, sodass es da gewisse Skaleneffekte gibt, auch im Vertrieb, auch in der Bestellung. Wenn man jetzt aber da auch digitale Services jetzt an einen französischen Elektroinstallateur anbietet, dann steigt die Komplexität natürlich enorm. Man müsste ja auch entsprechende Sprachkompetenz haben. In anderen Ländern gibt es möglicherweise andere Plattformen. Ich überlege mal, wahrscheinlich nicht in Europa, ist wahrscheinlich alles irgendwie Google, Facebook und Co. Wie funktioniert das? Lässt sich das auch so digitalisieren, wie ihr das in Deutschland macht? Absolut. Also wir arbeiten zum Beispiel beim Local Listing, arbeiten wir in anderen Ländern mit Uberall, in Deutschland mit Yext aus unterschiedlichen Gründen, weil wir in einigen Ländern Exklusivität haben wollten. Also das lässt sich digitalisieren. Im Moment ist es natürlich noch so, dass wir die Seiten selber bauen, natürlich irgendwie mit WordPress, also mit einer relativ einfachen Mechanik, mit Leuten, die bei uns angestellt sind, aber auch mit einem Netz von Freien, die zum Teil auch mehrsprachig sind. Das heißt, die Umsetzung dieser Sachen können wir jetzt tatsächlich relativ leicht hinbekommen. Die nächste Challenge ist, die Kunden, also unser Geschäftsmodell, noch digitaler zu machen. Das eine ist ja, das Geschäftsmodell unserer Kunden digitaler zu machen, aber unser Geschäftsmodell digitaler zu machen und auch das digitale Handeln der Kunden umzusetzen, das wird nochmal eine Herausforderung sein. Aber auch das, glaube ich, starten das in Deutschland ja jetzt, das wird auch relativ leicht international umzusetzen sein. Wir müssen erstmal in Deutschland lernen und in Österreich genau auch, wie wir das hinbekommen. Denn wir haben natürlich im Direktvertrieb sofort die Profitabilität des Kunden. Ne? Also wir gehen zu dem Kunden, wir zahlen relativ viel Provision an die Vertriebler, das ist im Direktvertrieb so, aber wir haben sofort eine Rentabilität. Wenn wir aber jetzt anfangen, digital zu handeln, ne, dann müssen wir natürlich auch sehen, wie kriegen wir KPIs hin, weil wir auch nicht die Möglichkeit haben, die Topline gigantisch zu bewegen, zumindest nicht in unserer jetzigen Gesellschafterstruktur, die riesig zu bewegen mit dem Preis, dass du halt sagst, dann machen wir halt mal eben 5 Jahre keinen Ertrag, das ist bei uns nicht die Option. Und wir versuchen natürlich auf der einen Seite dieses Familienunternehmen mit all den Werten und all den Stärken gut zu führen, aber gleichzeitig natürlich in diesen Digitalprojekten auch mit Schnellbooten zu arbeiten, mit einer Auswahl von Vertrieblern zu arbeiten, die dann tatsächlich quasi auch als Test fungieren, damit wir es dann skalieren können und so weiter. Also das ist bei uns, ich glaube, recht agil aufgebaut, aber immer mit den Baustellen, die wir nach und nach bewegen. Also ich höre an deinen Fragen, dass du sagst, warum habt ihr das nicht längst komplett digitalisiert? Ne? Und das war tatsächlich geplant. Wir hatten ja so Meilensteine, ne? Und dann kommt natürlich dann so Corona dazwischen. Du kannst dir vorstellen, Direktvertrieb, ne? Im März 2020 ging mal einfach mal die Umsätze nicht mal 10% zurück, sondern von einem Tag auf den anderen 95% zurück. Ne? Und das heißt,
alle die Pläne, all das, was wir machen wollten zur Digitalisierung unseres Geschäftsmodells, haben wir erstmal zurückgestellt, um ganz einfach zu überleben. Das haben wir dann ganz gut geschafft, aber das war dann seit März 2020 die Hauptherausforderung. Gut, aber es hätte ja sicherlich geholfen, wenn mehr Kunden damals schon direkt einen digitalen Zugang zu euch gehabt hätten. Also fairerweise haben ja sehr viele E-Commerce-Unternehmen überproportional partizipiert an dem Wachstum während Corona. Zurzeit werden sie im Markt ja überproportional abgestraft. Also da gibt es eine Übertreibung nach unten. Wie viele Kunden oder, ja, das ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, aber wie hat sich denn das Bestellverhalten dieser Zielgruppe verändert? Weil die können jetzt ja nicht nur bei Flyalarm, die können ja auch Amazon, einige bestellen sich vielleicht gebrandete Hüpfburgen bei Alibaba als Werbegeschenk. I don't know, ist ja alles möglich, auch in relativ großen Skalen. Wie viele von denen, die ihr ansprecht über euren Außendienst, sind dann so online-affin, dass sie jetzt anfangen zu schauen, wo kriege ich den günstigsten bedruckten USB-Stick oder irgendeine gebrandete Mandeltorte oder was auch immer man noch irgendwie lange haltbar verschicken kann. Sind das denn so viele, wie man sich das vorstellt, oder ist es eigentlich nur ein kleiner Teil? Also es hängt bestimmt sehr vom Produktsegment ab. Also das ist da natürlich eine steigende Affinität, das kann ich nicht leugnen. Es gibt keine jetzt ganz neuen Statistiken dazu. Die 2019er Zahlen von Statista zeigen noch, dass ungefähr die Hälfte der kleinen und Kleinstunternehmen immer noch Beratung wollen, ne? Was du ja bei Unternehmen jetzt wie Flyalarm gar nicht brauchst. Du orderst was, siehst zu in dem Logo-Konfigurator, wo dein Logo steckt, und irgendwie in 48 Stunden hast du dein Produkt. Ich fand das, als ich das erste Mal mich dem Markt beschäftigt habe, sehr verwunderlich, dass die Beratung so einen großen Anteil hat, ne? Das heißt, Beratung kann natürlich telefonisch oder vor Ort sein. Aber viele unserer Kunden sagen, wir möchten vor Ort beraten werden, weil wir haben natürlich auch mit einigen Kundengruppen mal getestet, willst du eher besucht werden, möchtest du eher angerufen werden. Also die Kundengruppen möchten von uns besucht werden, weil das kennen sie auch von uns. Da kommen die Leute, die seit 20 Jahren kommen, zu denen hat man Vertrauen und so weiter. Also ich vermute, es gibt eine steigende Online-Affinität, auch natürlich, wenn die nächste Generation quasi der Handwerker kommt. Gleichwohl wird diese Beratung nicht online so zu machen sein. Also selbst mit einer tollen BI kriegst du es nicht hin, den Handwerker zu kennen, den zu kontaktieren, wenn du weißt, dass er in seinem Büro ist, nämlich Herr Müller ist von 7:15 morgens bis 8 im Büro, danach geht er auf die Baustelle. Wir wissen das, das steht alles in unserer Kundendatenbank drin. Und ich glaube, dass es immer noch einen großen Markt geben wird, der Beratung will. Natürlich wird es eine steigende Online-Affinität geben. Und es ist auch so, wenn ich einfach nur einen ganz billigen Kuli möchte, mit meinem Logo drauf, würde ich dann vielleicht auch nicht zu Behrenson gehen. Aber die Leute kaufen trotzdem auch den günstigen Kuli bei uns. Vielleicht kostet er 20 Cent irgendwie mehr als bei Flyalarm, weil sie natürlich auch wissen, mit unseren Mitarbeitern können sie reden, die sind geschult, die kennen die Branchen. Du besuchst bei uns eine Apotheke, kennst aber, hast alle Daten von 5000 Apotheken. Du weißt genau, was funktioniert in Apotheken, welche Werbegeschenke funktionieren da. Wir haben tolle Websites für Apotheken gemacht, wir können zeigen, Mensch, so kann deine Website ausgehen. Du kriegst bei uns immer einen ganz anderen Wert. Und ja, zunehmende Online-Orientierung, und da kommen wir ja zu dem Punkt, wie können wir das, was wir sind, bestenfalls online tatsächlich auch umsetzen. Ne? Denn dass wir auf Dauer nur ein Direktvertrieb bleiben, der nur Kunden über den Direktvertrieb akquiriert, das wird natürlich nicht unsere Zukunft sein. In Prozent kann ich es dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, dass bei unseren Kunden, die wir besuchen, dass wir da so eine Trefferquote von ungefähr 50% haben. Ne, mit unseren Produkten. Und das ist benchmarkmäßig ganz gut tatsächlich. Ne? Und das steigert sich auch, ne? Denn das war ja auch ein Ziel, mehr Produkte, mehr Möglichkeiten, auch viel mehr Gesprächsthemen mit dem Kunden, heißt deutlich höhere Trefferquote, wenn wir rausfahren zu den Kunden, was ja teuer ist, das weißt du. Und dann natürlich auch eine höhere Wiederverkaufquote, weil man früher hat man vielleicht gesagt, ich komme immer zu dir in der ersten Septemberwoche und verkaufe dir die Weihnachtsgeschenke für deine Mitarbeiter. Und jetzt gehen wir in der Regel in jedem Quartal zum Kunden, weil wir sagen, schau mal, Local Listing, du bist nicht sichtbar, auch nicht für potenzielle Mitarbeiter. Schau mal hier, wir haben eine Promotion, die kannst du machen. Das ist irgendwie toll, wenn du irgendwie jetzt deinen Kunden, die dir so treu waren, während der Covid-Zeit, wenn du denen was schenken möchtest, du hast Kunden du hast Mitarbeiter im Homeoffice, hier ist ein Homeoffice-Paket. Also wir versuchen uns ja auch auf diese Anforderungen der Kunden so einzustellen, und alles zahlt in die KPIs ein,
wie häufig ordert der Kunde bei uns, wie viel ordert er bei uns und wie ist die Wiederkaufquote. Und das ist unser Asset. Ich kann mich noch erinnern, den Besuch, den ich da hatte bei Behrens in der Nähe von Hamburg, da gab es so eine Ausstellung an Top-Werbeartikeln und da war Behrens ganz stolz darauf, dass viele dieser Artikel so einen Red Dot Design Award oder ähnliche Awards bekommen haben. Das hatte mir dann irgendwie den Eindruck vermittelt, aha, es gibt eine bestimmte Werbeartikel-Exklusivität, ja, es gibt so Werbeartikel-Innovationen. Die gibt's nur bei euch, keine Ahnung. Die Tasse mit dem viereckigen Griff oder sowas. I don't know. Genau. Ist das so? Also gibt es bestimmte Sachen, die gibt's nur bei euch oder gibt's im Bereich Werbeartikel, kann man sich so einen Innovationsvorsprung gar nicht erarbeiten? Doch, es gibt sogar viele Artikel, die gibt es nur bei uns. Das ist auch quasi in der Historie so gewesen. Günther Behrensson nach dem Krieg ist offensichtlich, so sagt es jedenfalls die Geschichte, mit Hamburgensien. Das waren, weißt du, das waren diese Kupferstiche aus Hamburg, die dann die Reeder ihren transatlantischen Geschäftsfreunden gezeigt haben. So, also der Anspruch zu sagen, wir machen nicht die ganz profanen Sachen. Google ich gleich mal. Hamburgensien heißen die. Das ist in der DNA von Behrensson. Das ist auch unglaublich wichtig, weil die Kunden, die so lange schon bei uns kaufen, die freuen sich auch drauf, was wir ihnen zeigen. Und wir haben ungefähr 250 Produkte im Sortiment, die exklusiv sind. Wir bekommen immer noch Design Awards. Wir haben immer noch Kooperationen mit Künstlern zum Beispiel. Wir haben Kooperationen, die sonst keiner hat, die wir auch exklusiv haben. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass es nicht mehr so funktioniert wie früher. Früher konntest du sagen, hier, wir haben 250 Produkte. Wenn jemand gesagt hat, ich möchte jetzt einen Coffee-to-go-Becher für 9,90 Euro, dann hätten wir dann sagen müssen, nee, ja, den haben wir jetzt gerade nicht, aber wir haben den Design-Kaffeebecher in Porzellan für 29 Euro. So, und dass das nicht funktioniert, ist klar. Das heißt, wir wollen weiterhin ganz besondere Produkte machen. Das ist auch aus Sicht unserer Kunden ein Asset unseres Unternehmens. Gleichzeitig aber haben wir Zugang über Portalintegration zu all dem, was es auf dem Markt gibt. Es gibt ja auch nur, sage ich mal, 5 ganz große Anbieter in Europa und auf die greifen alle zu und auf die greifen wir natürlich gleichermaßen zu gleichen Preisen. Also das muss auch so sein, denn ansonsten würden wir den Kunden auch für blöd verkaufen. Ne? Wenn er irgendwie ins Netz gehen kann und sieht genau die Coffee to go, den Becher für 99, den er will, dann können wir ihm nichts anderes aufreden. Das wollen wir aber auch nicht. Das würde auch gar nicht passen zu unserer bester Partnerpositionierung. Aber die Kunden schätzen etwas Exklusives. Also wir haben die Produkte auch so ausgestattet in der tollen Verpackung, dann mit einem Beileger. Wir haben sehr, sehr viele nachhaltige Produkte mittlerweile. Wir erzählen die Geschichte der Produkte. Also du hast bei uns einfach auch nicht nur einen Kuli, sondern du hast auch immer eine Geschichte dazu. Ne? Und das ist ja auch für die, die es schenken wollen. Die wollen ja auch, meine, schenken ist ja nicht Werbegeschenke läuft in Papierkorb, sondern man kann das ja auch so definieren, Werbegeschenke, das sind einfach gebrandete Produkte, die man voller Stolz seinen Kunden gibt. Ne? Das sind dann ganz schöne Dekorationssachen, das ist für einen Schreibtisch, das sind irgendwie künstlerische Gegenstände. Also das sind Tassen mit Uwe von Lewitzke-Sprüchen oder so, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ne? Also das sind wirklich besondere Sachen und das macht auch Behrensson besonders. Wir haben in unseren Werten auch definiert, dass dieser Anspruch auch gerade im Werbegeschenkmarkt immer der Besondere zu sein und immer noch den letzten Meter zu gehen, dass wir das auch sind. Und das kann keine Preisführerstellung sein, ne? Das kann es nicht sein, aber das ist eine Serviceführerstellung und das aber sehr breit im Direktvertrieb ausgelegt. Bei diesen Dingen, die eure Kunden verschenken, hat das Thema Nachhaltigkeit da eine neue Relevanz bekommen in den letzten Jahren? Weil also der Wegwerf-Kuli, würde ich sagen, dürfte ja durch die Diskussion in den letzten 2 Jahren deutlich umstrittener geworden sein. Total. Also das ist auch natürlich bei Behrens und auch in der DNA. Wir haben so einen großen Wald schon mal lange vor meiner Zeit, vor 20 Jahren, 30 Jahren mittlerweile, einen riesengroßen Wald aufgebaut. Wir haben mit dem WWF Kooperationen gehabt und da war das vielleicht noch ein Luxusthema, ne, damals, aber das ist natürlich ein riesiges Thema bei uns. Wir haben jetzt im Moment so 25-30% unserer Produkte sind nachhaltig. Unser Ziel ist, dass wir in 2 Jahren 50% unserer Produkte nachhaltig haben. Wir werden auch unseren Bestseller, das ist tatsächlich so ein sehr designiger Stift, den werden wir komplett nachhaltig aufsetzen jetzt im nächsten Jahr. Das ist, was heißt auch nachhaltig? Also nachhaltig heißt in dem Fall, dass wir das quasi das Material aus recyceltem Plastik machen.
Und dass wir ihn natürlich trotzdem immer noch transportieren müssen, klar, aber dass wir zumindest irgendwie den Abdruck deutlich verbessern durch dieses Produkt. Wir haben sehr viele Papierprodukte, die quasi aus Graspapier sind. Wir haben sehr viele quasi insgesamt so in allen Bereichen nachhaltige Materialien. Wir versuchen natürlich quasi die Logistik möglichst nachhaltig zu machen. Wir holen jetzt natürlich viel auch aus Asien wieder zurück in der Produktion, gerade Holzprodukte nach Europa, aus Kostengründen, aber auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Also das ist ein Thema, was in der Branche extrem wichtig ist und was auch, glaube ich, das Image der Branche auch nachhaltig so ein bisschen verbessern wird. Ne? Weil viele, mit denen ich dann so gesagt habe, oh, ich mache jetzt Werbegeschenke, so, oh, das sind doch diese, also du kennst ja, es gibt so Unternehmen, die schicken dann diese ganz hässliche Plastikkugelschreiber schon mit deinem Namen, also als Akquise, der so hässlich ist, dass du deinen Namen gar nicht drauf haben willst, sondern schmeißt du den sofort weg. Also bei vielen ist das so, ne? Die schicken was per Mailing zur Akquise, du schmeißt es weg. Das ist häufig noch so das Image, was Werbegeschenke haben. Aber der Markt entwickelt sich auch in eine andere Richtung und wir sind sowieso schon immer anders aufgestellt. Wir haben sowas auch nie gemacht. Das wäre ja noch eine Frage gewesen auf meinem offenen Zettel, weil ich bekomme auch hin und wieder hier an die Firmenanschrift so ein Kassenzone GmbH Kugelschreiber gesendet und da hätte ich dich mal gefragt, wie das denn funktioniert. Ich habe noch nie darüber bestellt, aber ich bin natürlich auch nur N gleich 1. Also ihr habt das noch nie zur Akquise eingesetzt oder nee, sehr selten wahrscheinlich. Du, das passt auch überhaupt gar nicht so. Und nee, noch nie. Das ist eine Akquise, guck mal, du produzierst was eigentlich, was jemand nicht haben will. No, dann ist das per Definition, weil das ja massentauglich sein muss, ein billiger Kugelschreiber. Dann ist dein Name drauf, ich will das gar nicht. Und das passt einfach auch nicht zu uns. Wir wollen doch beraten. Wir wollen doch zum Kunden gehen und sagen, was ist dein größter Pain? So. Und was wünschst du dir? Und dann geht es um die Digitalisierung. Dann geht es darum, dass er auch dieses Werbegeschenke-Thema, er möchte das kuratiert haben. Er möchte doch auch, er will doch auch nicht auf irgendeiner Website jetzt stundenlang suchen wollen, was er seinen Leuten schenken soll, sondern wir kommen doch schon mit ganz wunderbaren Ideen. Und dieser Beratungsansatz, ja, ne, dazu passt ja nicht, einen Kugelschreiber mit Namen durch die Gegend zu schicken, würden wir auch nie tun. Ne? Wir würden auch niemals so einen fetten Katalog drucken oder so, wie andere große Unternehmen das machen. Das mag für einige Geschäftsmodelle passen, aber für uns überhaupt nicht. Was sind so die teuersten Werbegeschenke, die sich Kunden leisten? Ja, es gibt ja Abschreibungsgrenzen. Das ist immer ein wichtiges Thema, dass du alles unter 35 noch abschreiben kannst, über 35 nicht. Das heißt, wir haben natürlich bis zu dieser Grenze sehr viele Artikel. Wir haben auch Artikel, die deutlich teurer sind, aber die werden einfach weniger genommen, weil das natürlich für das kleine Unternehmen dann so ein bisschen Hassle ist, die quasi separat. Genau, das muss dann die Steuer übernehmen des Beschenkten und sowas, nicht? Ganz als Privatgeschenken. Ah, okay. Ja. Und sagen wir mal, in diesem 30-Euro-Bereich, was ist das? Was bekomme ich dann bei euch? Oh, du hast bei uns ganz fantastische Sachen. Du hast zum Beispiel ein Set mit einem Bluetooth-Speaker mit irgendwie Gläsern und das Set heißt dann, keine Ahnung, Happy Sunset und dann kannst du quasi das deinen Kunden schenken, auch mit der Message, lass uns mal wieder zusammen feiern. Dann hast du zum Beispiel eine Parmesanreibe, die kommt jetzt neu, die kostet, glaube ich, so Ende 20, die, ganz toll, die ist Design von einem wunderbaren Designer, der auch fast exklusiv für uns arbeitet. Dann hast du eine Parmesanreibe, die einfach anders ist als andere Parmesanreiben. Ne? Und dann kannst du natürlich jedes Produkt, wenn du möchtest, diskret oder weniger diskret mit deinem Namen branden. Also alles, was wir anbieten, kannst du branden. Aber das will auch nicht jeder, weil einige sagen dann, ich schreibe das auf die Karte. Wir haben natürlich auch ein tolles Kartenkonzept. Also du kannst die Karte ganz individuell gestalten bei uns. Und mit den Bildern deiner Mitarbeiter und so weiter. Und manche möchten das, die meisten möchten die Sachen gebrandet haben, mittlerweile recht dezent. Ne? Früher war das eher so einmal großer Schriftzug über die Tasche. Und das wollen die wenigsten jetzt. Also wir haben sehr dezente, manchmal so Farb in Farb Gravierungen, sodass es sehr dezent aussieht. Ich habe natürlich auch schon die Interviews gelesen, die du gegeben hast, einmal an FAZ und Handelsblatt. Ich glaube, der Handelsblatt-Interview war 21, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, genau. Und da hast du auch gesagt, oder war das noch früher? Das weiß ich gar nicht genau. Ich muss mal gucken. Es gibt diese Unsitte, dass teilweise die Zeitungen dieses Datum nicht beaufdrucken. Doch, 21. Und da war dann der Plan, dass man jetzt nach vielen Jahren sozusagen Turnaround-Arbeit so langsam wieder positiv wird. Jetzt war ja 21 immer noch ein Corona-Jahr.
Magst du da ein bisschen was dazu sagen? Wie gut hat es geklappt für euch? Ja, also wir sind tatsächlich 21, das erste Mal wieder seit 10 Jahren profitabel. Wir haben also 2 Millionen EBITDA gemacht mit dem Unternehmen, also in der Gruppe. Das war echt ein Erfolg. Das ist, lag daran, dass wir durch die Digitalprodukte insbesondere die Topline hochbekommen haben, deutlich. Wir waren noch nicht auf 2019er Niveau wieder, aber deutlich versus 2020 angestiegen, und wir sind einfach mit gesunden Kostenstrukturen losgerannt. Ne? Und auch dieses Jahr läuft sehr gut. Also wir werden wahrscheinlich, so sieht es jetzt aus, wieder mit einem ähnlichen Plan, mit einem ähnlichen Ergebnis rauskommen. Und das tut dem Unternehmen wahnsinnig gut. Das ist ja auch etwas, was so was mit den Leuten macht. Ne? Wenn man 10 Jahre nicht profitabel ist, dann ist es natürlich ein irrer Stolz. Und auch eine unglaubliche kultureller Push, wenn man es schafft, gemeinsam sich so zu verändern, was ja so mühsam war für alle auch. Ne? Das ist ja einfach so, wenn du 20 Jahre Werbegeschenke verkauft hast und du musst dann Schulungen machen und du musst alles neu lernen und du musst plötzlich mit dem Konzeptverkauf gehen, dann quasi hat das ja viel Schmerz und Tränen gekostet, uns allen. Aber dass das dann letztes Jahr so gut geklappt hat, war ein Erfolg für alle, und das trägt uns auch jetzt natürlich noch in die weiteren Veränderungen, die wir vornehmen. Wenn du jetzt nach vorne guckst, so 2023, 2024, wann sind die nächsten großen Dinge, die anstehen? Also mehr digitaler Direktvertrieb, Verheiratung von Jock und, wie habe ich mir vergessen, diesen Kleine und diesen Jockers Namen. Heißen sie. Genau, Kleine und Jockers und Bärensohn. Was fassen Sie die großen Dinge? Und magst du vielleicht noch ein bisschen was zu eurer also zum Org-Chart sagen? Also wie viele Leute arbeiten denn eigentlich in der Organisation, und wie viele Leute davon machen irgendwie digitale Services, wie viele Leute sind im Außendienst? Vielleicht erst zur Organisation. Also die Gruppe hat jetzt noch 600 Mitarbeiter. Das liegt daran, dass wir A, natürlich einige entlassen mussten durch die Restrukturierung, aber auch ein Unternehmen, Lünker, in Polen verkauft haben im letzten Jahr. Und die 600 Leute verteilen sich ungefähr auf 450 Leute, die im Vertrieb sind. Und der Rest ist in der Produktion und in der Verwaltung. Und der Vertrieb ist in Deutschland der größte, aber auch in Italien und Österreich ist er groß. Zum Teil sind es Angestellte, in Deutschland, Österreich, Schweiz sind es nur Angestellte, zum Teil sind es Handelsvertreter. Und das ist so ein bisschen je nach Land unterschiedlich. Und die Digitalabteilung, die haben wir neu aufgebaut, und die umfasst jetzt mittlerweile so 20 Leute. Das ist im Vergleich zu anderen, ich gucke mir das bei Jimdo an oder so, natürlich ganz, ganz wenig. Aber wir haben ganz gute Agenturen, wir haben Freelancer, die für uns programmieren. Und wir haben auch bei einigen Sachen natürlich entschieden, irgendwie Sachen white zu labeln. Das ist der viel schnellere Weg, um auch digitale Dienstleistungen anzubieten. Andere Sachen wiederum programmieren wir selbst, weil unser Geschäft auch sehr speziell ist. Und so ist die Organisation aufgestellt. Wir haben im Vertrieb, und das ist auch ein echter Erfolg, wir haben dieses Jahr einige neue eingestellt, die nur digital verkaufen. Die lernen jetzt ein bisschen Werbegeschenke zu verkaufen. Mhm. Die waren vielleicht vorher in Unternehmen, die quasi mit einem anderen Businessmodell unterwegs waren, aber das gleiche Produktportfolio haben. Die sind bei uns Durchstarter, die verkaufen jetzt Werbegeschenke mit. Und das zeigt auch, dass wir auch als Arbeitgeber mittlerweile wirklich super attraktiv sind. Das war, glaube ich, nicht immer so, weil natürlich von außen das Geschäftsmodell auch so ein bisschen olle aussah, was es gar nicht war, aber was ein bisschen so aussah. Mittlerweile bekommen wir echt viele Bewerbungen, und ich glaube auch, dass wir einfach es geschafft haben, kulturell uns echt anders aufzustellen. Ne? Also da sind wir jetzt relativ wenig drauf eingegangen, aber dieses Thema so New Work nach innen, nach außen, aber nicht im Sinne von Flipper, sondern wirklich im Sinne von der Ursprungsidee der New Work, wirklich den Leuten einfach in ihren Stärken zu sein, sie zu stärken durch die Arbeit, dass es ihnen Freude macht, bei uns zu arbeiten, dass sie in ihren Stärken gefördert werden. Wir haben die Hierarchien gigantisch abgebaut. Wir haben arbeiten viel mit agilen Methoden wie OKR und so weiter. Also wir haben es geschafft, echt ein anderes Unternehmen so kulturell aufzubauen. Das strahlt auch nach außen, das siehst du auf Social-Media-Kanälen, das siehst du manchmal in der PR. Und das ist eine Sache, auf die ich mich total freue, dass wir das weiter ausrollen. Und ich glaube auch, dass das gut funktioniert. Im Moment zeigen alle Zahlen irgendwie eine gute Richtung. Und das Thema, wie können wir quasi einen wirklich hybriden Vertrieb aufbauen, was ich eben gesagt habe. Ne? Das Portfolio digital so abzubilden, dass der Kunde nicht auf dem Außendienstmitarbeiter von uns warten muss, sondern quasi das digital
andocken kann an uns und wir dann quasi über die unterschiedlichen Kanäle den Kunden bedienen. Das ist das, was so im nächsten Jahr ausgerollt wird. Darauf freue ich mich sehr. Ja, sehr, sehr cool. Hat sich auf jeden Fall eine Menge getan, seitdem ich dort vor 9 Jahren mal war. Und ich habe gelernt, dass man tatsächlich mit Werbeartikeln noch Geld verdienen kann, trotz oder gerade wegen des Außendienst. Ich habe auch gelernt, dass sich diese Beratungsfunktion so ein bisschen verändert, also mehr Richtung digital, dass die Handwerker genauso viele Bewerbungen brauchen wie Kugelschreiber, beziehungsweise dass sie überhaupt mal sichtbar werden in dieser Szene und dass sie jetzt nicht Webseiten für 10.000 Euro verkauft, wie das die eine oder andere Druckerkolonne tatsächlich in den letzten Jahren gemacht hat, die, glaube ich, auch viel Vertrauen im Markt zerstört haben, muss man dazu auch sagen. Unser Konzept ist ein Vertrauenskonzept. Schau dir die Google-Bewertung für unsere Digitalprodukte an, die sind exzellent. Und genau das macht halt eine langfristige Kundenbeziehung aus. Ne? Wir machen keine Order und rennen dann weg, sondern wir machen eine Order und fragen nach 2 Wochen, wie es war, ob das Erlebnis gut war. Und ob wir in 3 Monaten wiederkommen dürfen. Was würdest du denn jetzt so einem Podcast wie Kassenzone, so einem Blog als Werbegeschenk empfehlen? Wir sind ja demnächst wieder, also was heißt wir? Ich bin ja mit Spryker auf der K5. Die findet diese Woche schon statt. Der Podcast wird später ausgestrahlt. Aber was hätte ich denn eigentlich zur K5 mitnehmen sollen aus dem Behrenssohn-Sortiment, um dort noch ein paar Kassenzone-Podcast-Abonnenten zu gewinnen? Also, oh, da gibt es so viele Möglichkeiten. Also, wir haben natürlich genauso wie viele haben wir Lanyards. Unsere Lanyards sind halt einfach ein bisschen schöner als die anderen Lanyards, würde ich sagen. Wir haben natürlich sowas wie Charger für dein iPhone, ne? Und das aber dann einfach irgendwie in cooler Verpackung, nicht in Öller Verpackung. Wir haben also das sind so 2 Sachen. Wir haben natürlich auch so Einkaufschips und so weiter. Ne? Kannst du sagen, ja, wir brauchen Einkaufschips? Kann ich dir sagen, ja, jeder braucht Einkaufschips. Die sind bei uns aber dann schön in einer schönen Form. Man könnte zum Beispiel einfach das Spryker-Logo nehmen und darauf einfach so einen kleinen Einkaufschip setzen und das Ganze als Schlüsselanhänger machen. Ne? Das machen wahnsinnig viele Kunden bei uns. Das kostet dann nicht viel, ist total individualisiert. Also man braucht dafür keine Werkzeuge zu bauen, sondern wir können das so machen, dass du dein Logo hast quasi als Schriftform. Du kannst es dann auch abmachen und dir irgendwo hinstellen, aber auch einen Schlüsselanhänger nehmen und dann ist dann so ein kleiner Einkaufschip noch mit drin. Also hast du auch noch neben dem Image auch noch einen Doppelnutzen. Für Kassenzone wäre natürlich ein Einkaufschip extrem passend, weil es ja zur Kassenzone. Ich gucke gleich mal auf der Webseite und bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und für das Gespräch, Astrid. Sehr gerne. Danke, Alexander. Das war's. Ich hoffe, ihr kauft eure nächsten Werbemittel bei Astrids Firma. Und ich hatte die Gelegenheit, während der K5-Konferenz in der letzten Woche den ein oder anderen Podcast aufzunehmen, unter anderem mit Ankerstore, sehr spannender B2B-Marktplatz, wie ich dort gelernt habe, und auch mit dem Taxdu-Gründer und CEO. Und es geht auch extrem spannend weiter in den nächsten Wochen. Kroschke ist zu Gast, das sind die Marktführer im Bereich Autokennzeichen. Also wenn ihr bei einer Anmeldestelle irgendwo seid, bei einer Behörde, um euer Auto anzumelden, dann müsst ihr diese Schilder drucken lassen. Mit denen habe ich schon gesprochen. Extrem cooler, spannender Case. Also es geht in einem hohen Takt weiter. Mal schauen, ob wir im August eine kleine Pause machen. Aber bis dahin erstmal eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wann immer ihr auch diesen Podcast hört.